Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Wir werden jetzt, nachdem wir den VU letztes Mal hatten, einen weiteren Einsatz starten. Mal schauen, was uns da jetzt erwartet. Ganz gespannt schauen wir hier mal auf den Monitor. Ein Kleinflächenbrand. Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand. Einsatz für TLF 1, Oststraße. Okay. Dann mal los zum Fahrzeug. So, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, die Folge findet ihr auf meinem Kanal. Und wenn ich es nicht vergesse, ist auch diese Folge am Ende des Videos verlinkt. So, dann steigen wir einmal ein, begeben uns Richtung Einsatzort und hören den Funksprüchen zu. Leitstelle Mülheim 1 TLF 4001 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Kleinflächenbrand hinter einer Lagerhalle auf einem Industriegelände. Mitarbeiter sind bereits aus dem Gebäude evakuiert, kommen. Verstanden, Ende. Okay, Kleinflächenbrand Industriegelände. Ich glaube, ich habe da schon so eine Ahnung, was das für einer ist, aber ich lasse mich mal überraschen. Auf jeden Fall recht abwechslungsreich ist es ja schon. Wir hatten bislang in den Folgen einen Wohnungsbrand, einen Containerbrand, einen Verkehrsunfall und jetzt mal einen Kleinflächenbrand. Auf dem Industriegelände mal schauen, was dort im Brand geraten ist. Wie gesagt, ich vermute es zu wissen, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Vielleicht haben sie ja da schon wieder einen neuen mit reingebracht. Bislang sehe ich auch noch keinen Rauch, also scheinen wir noch ein bisschen weiter entfernt zu sein. Oder auch nicht. Ah, ich glaube, da, ja, das ist der, den ich schon kenne. Da fahren wir jetzt hier rein. Da hinten rechts um die Ecke müsste dann das Feuer sein. Erstmal wieder im Funksprüchen lauschen. Leitstelle Mülheim 1 TLF 4001 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Erste Lagemeldung. Brand befindet sich hinter dem Gebäude und wird durch Container verdeckt. Kommen. Es ist verstanden. Ende. So, und damit fangen wir direkt an. Einsatzort organisieren. Wir parken direkt um, fahren dahin. Das machen wir als erstes. Dann können wir absitzen und einmal die Ortsbegehung machen. So, da sind wir scheinbar angekommen. So, dann Einsatzort organisieren, absitzen, zack, zack, zack. Das machen wir erstmal. So, wir machen die Ortsbegehung. Okay. Da hinten kriegen wir Wasser weg, denke ich mal. Jawohl.
dann rennen wir wieder zurück. Machen die Klappe auf und würde sagen, wir machen einen Löschwassereingang. Genau. Dann machen wir. Von wo kriege ich das jetzt? Von da, okay. Ja, das war ja auch markiert. So. Er nimmt das, ich nehme das. Mal könnte man jetzt natürlich auch Verstärkung rufen, schon mal mit Löschen anfangen. Und die anderen das aufbauen lassen, während man hier schon mal löscht. Aber ich mache das jetzt einfach mal eben gerade so. So, das passt. Achso, das müssen wir verbinden. Okay. So. Haben wir. Er holt Sammelstück. Ah ne, ich soll das machen. Okay. Sammelstück mit mit der Pumpe verbinden. So. Dann einmal B-Schlauch. Ablegen. Abrollen. Das verbinden wir jetzt einmal hiermit. So. Der verbindet das da schon. Dann haben wir das schon mal geschafft. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Brandbekämpfung mit dem Löschmonitor. Und ich mache mal den Maschinisten. Können wir da schön bei zuschauen. So. Machen wir volle Pulle. Andere Kameraperspektive und los geht's. Schade, dass man hier jetzt gerade nicht weiter rauszoomen kann. Aber gut. Da fängt jetzt mein Kollege an, das Feuer zu löschen. Theoretisch dürfte ich doch jetzt auch hier verlassen, oder? Der kann doch weiter löschen. Okay. Interessant. Ist das jetzt, weil da jetzt nicht mehr dran bin, oder? Ne. Okay, ich werde das jetzt mal probieren. Benutzen. Wie steuert man die denn? Benutzen, ja, bitte. Ah, okay. Bisschen mehr Druck drauf bringen. So, da sieht das jetzt ganz gut aus. Jetzt da ein bisschen rüber. Das war zu weit. So. Dann will ich fast sagen, haben wir das schon so gut wie geschafft. Da qualmt es, meine ich, noch ein bisschen. Ja, es war hier irgendwo gerade, ja. So, da kühlen wir noch mal ein bisschen ab. Hier vorne. So. Das war ein bisschen zu weit. So. Mal hier nochmal ein bisschen abkühlen. Wunderbar. So, ich würde jetzt tatsächlich einmal aufhören. Wie auch immer ich das mache.
Ich würde jetzt. Ja, wie mache ich denn jetzt aus? Schon. Wasser kommt trotzdem immer noch. Sehr interessant. Ich würde gerne mal in seine Position wechseln. Wenn ich jetzt Pumpe ausmache, müsste es doch aufhören, oder? Nee, scheinbar nicht. Jetzt hat es aufgehört. Perfekt. Qualm tut es ja noch. Aber ich würde trotzdem, wenn es geht, einmal. Ne, Gluten ist da so, klappt noch nicht. Das heißt, wir machen weiter mit dem Löschmonitor. Lassen da die KI noch mal ein bisschen ran. Bauen Druck auf. So. Dann soll er da mal noch ein bisschen weiter löschen. Scheint da nicht kühler zu werden irgendwie, ne? Vielleicht brauche ich ein bisschen mehr Geduld oder hier passt was nicht. Weil ich bin an sich ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich würde wohl auch behaupten, dass das daran liegt. Hier immer diese Ecke, wo scheinbar nichts passiert, aber ich würde jetzt gerade mal mit der Pumpe aufhören. Lass den da mal ein bisschen weiter löschen. Solange rede ich mal mit denen hier. Oh, das hätten wir vielleicht doch eher machen sollen. Habe ich tatsächlich nicht mehr dran gedacht. Wir kriegen es zwar gerade auch nicht gelöscht, aber das kriegen wir wohl hin. Genau, Rettungswagen holen wir auf jeden Fall einmal. Sobald wir hier fertig gesprochen haben. Genau, das tun wir. So, dann sprechen wir ihn mal. Gut, dass wir hier sind. Sie müssen mir helfen, bitte. Ja, das mache ich doch. Oh, okay. Ja, da holen wir definitiv einmal den Rettungswagen. Der wird sie dann abholen und einmal sie durchchecken. Der Rettungswagen ist unterwegs, die Sanitäter werden ihnen helfen. Genau, das machen wir mal. Wo macht man das hier? RTW nachalarmieren bitte. So, lassen wir den jetzt auch mal hier. Hier sind wir auch immer noch kein Stückchen weiter. Ich würde dann noch mal gerne in seine Rolle springen. War die falsche Taste.
Angriffstrupp. Inzwischen hier jetzt nicht alle Feuer gelöscht, okay. Dem stimme ich definitiv zu hier, aber das scheint auch nicht auszugehen. Da treffe ich da einfach nicht richtig. Löschen wir hier mal ein bisschen. Da hört es auf zu qualmen. Wenn wir hier jetzt rüber gehen, geht es sofort los. Hört jetzt auch auf. Gehen wir ein Stückchen weiter. Da ist nichts mehr. Jetzt machen wir ein bisschen weiter auf hier. So. Jetzt scheint es tatsächlich okay zu sein. Ah ja, perfekt. Brandbekämpfung, Glutnester suchen bitte. Der RTW kommt da auch schon, wunderbar. Da wirst du die Glutnester nicht finden. Also machen wir das mal gerade. Schauen wir mal hier durch. Lass ihn das machen. Was macht er da? Nicht so wirklich. Lösche das Feuer. Ja, ich habe hier nichts. Ich wollte eigentlich nur Glutnester noch suchen. Aber ich kann jetzt. Kann mir jetzt gerade irgendwie einen Text? Habe ich mir sagen überlegt, ich weiß es nicht, habe es tatsächlich dann nicht. Komm, ich wechsle noch mal die Person. Drücken wir mal gerade zusammenpacken, das können die dann eben machen. Die sind da, wunderbar. Ne, technische Hilfeleistung nicht. Ach! Den haben sie schon reingeholt. Okay, der fehlt da schon. Oder wie? Ah ja, der steht da ja. Perfekt. Das nimmt also seinen Weg hier. Wunderbar. Können wir hier wieder weitermachen. Ja, wie gesagt, normalerweise würde man jetzt hier wirklich ja noch nach Glutnestern suchen. Das habe ich aber gerade nicht, nicht wirklich hinbekommen. Daher bauen wir jetzt einfach mal ab und nehmen den Auftrag als beendet hin. Qualm tut ja nichts mehr. Ich kann jetzt das gleich nochmal probieren, wenn wir hier eingeräumt haben. Benutze Löschmonitor. Nehmen. Lassen wir ihn mal machen. Muss ihn wahrscheinlich wieder einmal zurücksetzen, ja. Mal gerade fahren. Ja, perfekt. Naja. Wunderbar. Runter geht's auch schon mal. Mach jetzt erstmal hier alles zu. Zick. Machen hier einmal zu.
den hier zu. Sehr abwechslungsreich gerade. So, aber gut, muss natürlich auch sein. Ich wollte jetzt eigentlich gerade noch mal absitzen klicken. Machen wir das hier alles halt jetzt einfach noch mal auf. Ich möchte einfach nur noch mal gucken, ob ich das jetzt auswählen könnte. Das schauen wir uns jetzt auch noch gemeinsam an. Wird die Folge heute ein wenig länger. Weil wie gesagt, ausprobieren würde ich das tatsächlich ganz gerne noch. So, der Krankenwagen fährt weg. So. Brandbekämpfung, Glutnester suchen. Probieren wir es doch nochmal aus. Ob er es jetzt macht. Nee. Scheint nicht der Fall zu sein. In dem Fall würde ich dann wirklich sagen, packen wir wieder zusammen und fahren dann weg. Einmal die Leiter schließen. Und dasselbe Szenario wie eben. Das zumachen. Rolltor schließen. Und ab auf die andere Seite. Zack. Und zack. Wunderbar. Dann einmal Einsatzort organisieren. Und abrücken. So, auch wenn das jetzt mit dem Glutnestersuchen am Ende nicht funktioniert hat, kann natürlich auch sein, dass das an mir lag. Keine Ahnung, kann ich jetzt so nichts zu sagen. Leitstelle Mülheim 1 TLF 4001 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Abschließende Lagemeldung. Feuer endlich aus. Wir rücken ein. Kommen. Das ist verstanden. Ende. So. Die Funksprüche sind auch durch. Das Feuer ist gelöscht. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Bei der Heimfahrt. Ja, die werde ich euch mal wieder nicht zeigen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like, Kommentar oder auch über ein Abo freuen. Ich bedanke mich auch an dieser Stelle jetzt nochmal für alle oder bei allen, die schon eins von denen gemacht haben, also ein Abo, ein Kommentar oder ein Like dagelassen haben. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.